Schwarz. Alle guten Daily Vlogs fangen mit einem schwarzen Bildschirm an. Ab zum Friseur. Also, wisst ihr, so jetzt nochmal. Wisst ihr, was das Geilste an meinem Tag bis jetzt war? Wenn ihr eine Friseuse die Haare wischt. Leck mich fett, ist das krass. Also, sonst wasche ich mir ja immer die Haare, ne? Aber das, ich weiß nicht, da sind Rezeptoren, glaube ich, auf meiner Kopfhirn-Dingsbums. Die unterbrechen einfach Denkprozesse. Die waschen dir die Haare und du kannst einfach nicht mehr denken. Zack. Hängst du da, sabbernd, im Stuhl. Ah. Also sensationell. Aber was ich euch empfehlen kann, wenn es euch mal schlecht geht, einfach zum Friseur gehen, sich die Haare waschen lassen. 100% geht es dir danach besser. 100%. Fotzi! Ja, ist alles im Griff? So, genau, sind die große kleine Welt! Lauf, Willi, lauf! Ey, für Schwimmen, Willi, meine ich das. Moin, Freunde! Na, alles im Lack? Ja, Scotty, du kannst einen Abflug machen. Willi, lauf, ist gut, ist alles gut, kannst gehen. Ich bin auch nicht sauber, wenn du abhaust. Na, alles gut bei euch? Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, komm, wir setzen uns mal hier an den Tisch. Typisch deutsch Ja, Freunde, also ich mach's kurz. Ich setz mich mal hier hin, ob das hier auch so... Und dann gucke ich mir das mal eben auf der Kamera an, wie das überhaupt aussieht, das Bild hier. Nicht, dass das schlecht aussieht und ihr dann am Ende sagt, boah, sieht ja voll schlecht aus. Ich guck mal eben. Nee, sieht gut aus. Kann man machen. Dabei fällt mir meine Turbolocke auf. Fällt euch das auch auf? Ich war heute Morgen beim Friseur. Ja. So. Anyway, jeder sollte sich mal die Haare von der Friseuse... Also, es ist schon... Also, weiter geht's im Text. Das ist ja hier so ein Clickbait-Thumbnail. Hier, drei Dinge, die du während deiner praktischen Prüfung auf keinen Fall tun solltest. Ja, und tatsächlich erzähle ich das auch in diesem Video, was man auf keinen Fall während seiner praktischen Prüfung tun sollte. Nummer 1. Auf keinen Fall solltest du dich in Gespräche einmischen, die dein Fahrlehrer und dein Prüfer führen. Weil, also zum Beispiel der Fahrlehrer und der Prüfer, die unterhalten sich über Fußball. Und du bist auch Fußballspieler. Und die sagen so, boah, hast du am Wochenende gesehen, Dortmund gegen Bayern und dann hat er das gemacht und der hat das gemacht und der hat eine rote Karte gekriegt und boah, das ist eine Katastrophe und den Elfmeter hätte es ja nicht geben dürfen und du so, ja genau. In dem Moment ist dein Konzentrationslevel von hier oben auf da unten. Das ist Käse. Mach das nicht. Auch wenn das dein Lieblingsthema ist und auch wenn du sagst, boah, ich kenne mich voll aus und auch wenn du sagst, ja, der Elfmeter war gerechtfertigt und auch wenn du sagst, die gelbe Karte hätte ich nicht gegeben. Das nicht, misch dich nicht ein, mach dein Ding. Denn ich glaube, wenn dein Fahrlehrer ähnlich drauf ist wie ich, oder deine Fahrlehrerin, ich will ja hier nicht diskriminierend, ihr wisst, was ich meine, wenn die so ähnlich drauf sind wie ich, dann sprechen die mit dem Prüfer, damit die Ablenkung so ein bisschen von euch ist, ja, damit da nicht hier so... Weil das ist Käse, wenn das die ganze Zeit so still ist im Auto. Ich weiß, in meiner allerersten Prüfung, die ich gemacht habe als Fahrlehrer, wollte ich das Radio anmachen. Da habe ich direkt einen Diss von dem Prüfer gekriegt. Er so, Robby, nee. So, ach komm, so ein... Er so, nein. Ja, Radio aus. Und dann ist das so still im Auto. Das ist nicht cool. Und deswegen unterhalten Prüfer und Fahrlehrer sich. Ja? Und wenn das auch dein Lieblingsthema ist, nicht einmischen. Punkt Nummer 1. Nummer 2 ist... Weitermachen. Es kann immer mal passieren, dass du irgendwo einen Fehler reinhaust. Schulterblick vergessen, Blinker vergessen. Der Prüfer sagt rechts, du fährst links. Der Prüfer sagt, jo, ich möchte an dem Auto parken. Du fährst weiter und sagst, ach, meinen Sie das? Es können dir Fehler passieren. Jetzt ist es wichtig, weitermachen. Ich spreche auch oft mit Prüfern darüber, was man da machen kann, weil es ist meistens so, dass wenn Fahrschüler sich einen Fehler reinhaut, dass der Kopf nicht mitspielt. Sondern dass sie sagt, ah, jetzt ist das eh, das ist nicht gelaufen, der wollte rechts, ich bin links gefahren, ach, und jetzt weiß er das. Und, ah, das ist alles nicht so gut. Und hey, Scotty! Ja, du bist voll sauer. Jetzt erzähl trotzdem weiter, okay? Wenn das okay ist für dich, guck mal hier. Da ist er. So. Ja, ich erzähle trotzdem weiter. Weitermachen. Fehler passieren. Der Prüfer sieht das, ja. Aber der beurteilt eure ganze Prüfung 45 Minuten lang. Habe ich auch schon mal eine Folge drüber gemacht. Punkt Nummer 2. Bei einem kleinen Fehler, also wenn ihr über eine rote Ampel gefahren seid, braucht ihr nicht weitermachen, dann beendet das der Fahrlehrer. Aber normalerweise, wenn ihr da so kleine Dinger reinhaut,
Nicht im Kopf fertig machen, weiter durchziehen bis zum Ende und damit alles gut. Punkt Nummer 3. Mach es nicht zu knapp. Ja, ich habe noch nie eine Prüfung erlebt, in der der Prüfer geklatscht hat und gesagt hat, sauber, das war eng, sehr gut. Es gibt immer wieder Situationen bei parkenden Fahrzeugen, wenn vor euch ein Auto stehen bleibt und ihr euch denkt, was kommen die ganzen Flusen hier rein? Wenn ihr euch denkt, passe ich da durch, passe ich da nicht durch, entscheidet euch für warten. Das ist definitiv die bessere Variante, weil die 45 Minuten Prüfungszeit laufen für euch, chillt, ja. Ihr habt dann nichts zu gewinnen. Ihr könnt nur verlieren, wenn ihr euch durchquetscht. Also ich bringe meinen Fahrschülern das immer so bei. Warten, warten. Und wenn es nicht passt, warten. Das ist das Beste. Ich habe noch nie einen Prüfer gesehen, der gesagt hat, oh, jetzt haben sie aber, jetzt warten sie schon hier eine Viertelstunde. Da ist aber ein bisschen. Ihr könnt ganz in Ruhe, wenn das eng wird, stehen bleiben. Die anderen Fahrzeuge fahren dann durch. Und dann löst sich die Situation auf und dann passt das. Ich meine nicht, dass ihr eine halbe Stunde hinter einem Bus warten sollt, weil ihr euch nicht sicher seid, ob ich fahren soll oder nicht. Das nicht. Aber wenn das eng wird oder knapp wird, wartet. Immer wartet. Das waren meine 3 Tipps für euch, was ihr auf keinen Fall während der Prüfung machen solltet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, liken und lasst ein Abo da. Und ansonsten passt auf euch auf. Denkt dran, ich hab euch lieb und macht euch einen schönen Tag. Yes. Achso, und lasst euch von der Friseuse die Haare waschen. Endgeil. Lasst es, also, ne? Lasst euch die Haare waschen. Ihr wisst, was ich meine. Tschüss.